Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zum Esser Let's Play. Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, beziehungsweise ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Und deswegen, ach, jetzt weiß ich auch wieder, deswegen wusste ich gar nicht mehr, wo ist denn die Lava abgeblieben. Und die Lava ist im anderen Haus oder im anderen Wohnsitz oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Und ja, wir schauen einfach mal, dass wir hier, also ich habe mir heute auch ein Thema rausgesucht. Wir schauen einfach mal, dass wir da oben so ein bisschen, ja, alles, das heißt, miteinander verbinden, ein bisschen, ja, fertig machen können, ein bisschen weiterbauen können. Und dann, eigentlich wollte ich es auch so machen, dass ich den Gold-Dungeon, ja, vollkommen einrichte, dass ich den heute auch, sag ich mal, beende. Und ich denke mal, ich werde auch damit anfangen, dass ich den Gold-Dungeon da heute, ja, zu Ende baue und dann noch die Verbindung zu Ende baue da hinten. Und im nächsten Part oder in der nächsten Aufnahme gibt es dann auch endlich wieder eine Expeditionstour. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Also da könnt ihr dann die Leute drauf freuen, die auch dann mal wieder eine Expeditionstour sehen wollen. Und nach dieser Expeditionstour fangen wir, glaube ich, das wohl größte Projekt an, was es in dem ganzen Let's Play geben wird. Und zwar hatte ich davor das Esser-Schloss oder ein Esser-Schloss, ein Himmelschloss, ein Schloss im Himmel, wie auch immer, ja, zu bauen. Und ich sage euch Leute, wir haben zwar schon viele Holy Stone Bricks gefarmt, aber das wird so viele in Anspruch nehmen, so viele Holy Stones oder Holy Stone Bricks besser gesagt. Also das wird richtig viel Aufwand auch werden und boah. Leute, das wird wirklich eine große, große Sache. Und ich werde jetzt auch erst noch einmal kurz mal in die Öfen gucken, was sich da so getan hat. Genau, hier haben wir Gold geschmolzen, hier Healing Stone, hier Gravitite und hier Eisenbarren. Okay, dann muss ich überlegen, war hier Lava drin? Hier war Lava drin, okay. Dann nehme ich mal 4 Lava mit und eigentlich müsste ich auch über die Brücke ja dahin kommen. Dann geht es nämlich hier so her. Ich hätte gar nicht so einen Umweg laufen brauchen. Ich bin doch voll doof. Ich habe das doch extra gemacht, damit wir, ja, kürzer laufen können. Also, damit wir nicht einmal außen rumlaufen müssen. Und, ja, so kommen wir halt ganz schnell zum Lager, wenn wir hier einfach diese Abkürzung benutzen. Wieso habe ich die nicht genommen? Keine Ahnung, weil ich einfach wieder nicht nachgedacht habe. Wie auch sonst eigentlich immer. Ja, auf jeden Fall ist das Thema heute ein Thema, worüber ihr jetzt nicht so wirklich mitreden könnt, aber ich denke mal, es ist was, was viel gefragt wurde und was auch, ja, ziemlich viele vielleicht interessieren wird. Und zwar fragen mich ganz viele, auch das habe ich eigentlich auch im FAQ beantwortet, wie bist du mit dem Let's Play angefangen? Und ja, ich will das Ganze ausweiten noch darauf, nicht nur wie ich mit dem Let's Play angefangen habe, sondern auch wie das Ganze dann verlaufen ist und so und wie sich mein YouTube-Leben, kann man schlecht sagen, wie sich meine YouTube-Geschichte entwickelt hat, aber bevor ich darauf näher eingehe, werde ich erstmal diese eine Blaubeere auf den anderen Stapel tun und werde jetzt mal eine Idee umsetzen. Und zwar hatte jemand die Idee, ich soll doch eine Lavasäule in die Mitte machen. Dafür muss ich aber erstmal die Mitte abziehen und dafür muss ich mich konzentrieren. Also werde ich das Thema noch nicht ansprechen. So 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, das heißt 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das heißt hier. Und das wäre, glaube ich, auch die Mitte der Stein hier, oder? Ich setze da mal kurz einen Glasblock hin, auch wenn das Verschwendung ist, ist ja egal. 3, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ist ja quadratisch, glaube ich. Also der Raum dürfte quadratisch sein. Jo, das ist er auch. Das heißt, hier muss dann die Lavasäule hin. Das heißt, hier werde ich mich dann hochbauen. Das sieht dann ziemlich cool aus. Also, ich habe es noch nicht irgendwie vorher gebaut. Manchmal baue ich auch solche Bauideen vorher kurz im Creative-Modus auf einer Backup-Welt nach, nur um zu gucken, wie das aussieht. Aber so ein Lavafluss wird bestimmt richtig gut aussehen. Das weiß ich eigentlich jetzt schon. So, ich weiß nur nicht, ob das Skyroot-Holz abfackelt, aber eigentlich, ich weiß nicht, was für Eigenschaften Skyroot-Holz hat, das Skyroot-Planks, und wenn es abfackelt, dann ist auch egal, dann können wir da einfach Holy Stone hinsetzen. Okay, und wir sind auch gleich schon an der Decke.
Ich hoffe, dass das Glas reicht noch, beziehungsweise die Glasscheiben. Und es regt mich auf, dass ich das immer in der Mitte baue. So aus Versehen. Also mit Glasscheiben baue ich auch überhaupt nicht gerne. Ich weiß nicht wieso, aber ich baue damit halt nicht gerne. Ja, doch, das dürfte noch reichen. Also, ich baue lieber mit Glasblöcken. Und ich finde die Glasblöcke eigentlich auch noch um einige schöner, weil ich halt einfach so ein Alpha-Spieler bin und eigentlich daran gewöhnt bin. Aber irgendwie, ja, sind Glasblöcke, wenn man sich so überlegt, Verschwendung. Und da ich nicht so ein verschwenderischer Mensch bin, nehme ich dann doch die Glasscheiben. Also, ja. Einfache Begründung. So, jetzt. Zack. Muss ich von hier oben noch Lava reinfließen. WTF, was ist das? WTF. Was zur Hölle ist das hier? Jetzt sag bloß nicht, das funktioniert nicht mit der Lavasäule. Und ich kann hier auch nicht Lava reinmachen. Das ist doch der größte Scheiß! Ich reg mich jetzt aber wirklich auf, weil ich diese coole Lavasäule einfach mal nicht hinbauen kann. Wieso geht das denn nicht? Okay, wir sind im Himmel, vielleicht, ja, keine Ahnung, ach, das ist einfach blöd. Dann bauen wir da halt eine Wassersäule hin. Meinetwegen. Ist doch schon wieder der größte Dreck. Und ich meine, ich habe jetzt geguckt, es ist egal, ob ich die Lava an Glasscheiben setze, also ein Gegenstand aus der normalen Welt, oder ein Esser-Gegenstand. Lava ist komplett nutzlos. Super. So, dann holen wir uns eben noch Wasser aus der unendlichen Wasserquelle und setzen das dann dahin. Das ist doch absolut blöd. Ohne Scheiß jetzt, das ist wirklich absolut blöd. Ah, wir können wieder Melonen ernten. Ist doch schon mal gut. So, Weizen können wir auch ernten. Machen wir auch mal nebenbei eine kleine Tour zum Ernten. So. Die Melone auch noch. Hier das Weizen. Zack. Könnt noch mal kurz die Hoe nehmen. Das ablagern, das ablagern, das ablagern. So, hau einmal hier platzieren. So. Eimer. Was kann davon weg? Nichts. So. Was aber weg kann, ist die Hoe. Meine Güte, nee. Dass es so ein Fail wird, hätte ich jetzt aber ohne Scheiß nicht gedacht. Also, das war jetzt mal der größte Müll. Boah, ich überlege jetzt auch, was der Grund dafür sein könnte, dass irgendwie so ein Kackblock da rauskommt. Ich weiß ja nicht, was der Block darstellen sollte, deswegen. Ja, und ich wollte jetzt hier schon wieder außen rumlaufen. Ich muss mich irgendwie noch an die Laufwege gewöhnen. Weil eigentlich, ja, die sind ja viel kürzer. So, jetzt laufe ich einfach hier hoch, während ich gerade da hinten irgendwo bin. Dann über die Brücke und dann hier. Obwohl, vielleicht tut sich da nichts. Egal. Ich finde die Wege trotzdem irgendwie cooler. Und deswegen werden wir die Wege auch noch ein bisschen ausbauen. Gleich. Aber erstmal richten wir den Golddungeon noch zu Ende ein. Und nach der Wassersäule oder nach Errichten der Wassersäule werde ich dann auch mit dem Thema anfangen. Und zwar kann ich jetzt aber auch schon mal sagen, dass ich nicht alleine auf die Idee gekommen bin, sag ich mal, so gesehen YouTube-Videos zu machen. Das war eine indirekte Beeinflussung. Ich habe jetzt nicht so gesagt, oder ich bin nicht so den einen Tag aufgewacht, zack, ich mache YouTube-Videos. Oder es war nicht so, ich habe jetzt, wartet mal, ich mache das jetzt mal so. So. Ich habe jetzt nicht irgendwie den einen Tag so ein Video gesehen und habe gedacht, oh, jetzt mache ich YouTube-Videos. Oder ich habe auch nicht den einen Tag so einen YouTuber gesehen und den dann noch mehrere Monate verfolgt und gedacht, ah, der macht so gute Arbeit, die gefällt mir, die will ich auch machen. Sowas habe ich jetzt nicht gemacht.
denn es war eigentlich, auch wenn man es nicht glauben mag, Basti, der mich dazu gebracht hat. Und zwar war es so, er hat sich einen YouTube-Kanal gemacht. Der YouTube-Kanal ist auch noch immer bestehend, es ist der jetzige, den er hat. Und wollte da halt mit Videos anfangen. Und, ja. Dann hat das irgendwie am Anfang aber nicht getan, aber das ist auch irgendwie irrelevant. Und ich dachte mir so, Basti will mit YouTube-Videos anfangen, könnte vielleicht auch Spaß machen, weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt ja viele Arten, YouTube-Videos zu machen, aber es gibt ja viele verschiedene YouTube-Videos. Und ja, da dachte ich mir dann, weil Basti wollte auch sowas in die Richtung, ja, irgendwie Gaming machen, irgendwie, ja, Let's Plays und so weiter und so fort, aber ich wusste jetzt nicht ganz genau, in welche Richtung er es jetzt machen wollte oder was er genau machen wollte. Und wir haben da oben Erde abgebaut, das bessern wir mal direkt aus. So. War das überhaupt ausbessern? Ach, ist auch egal. Machen wir da einfach Holz hin. Weg. Zack. So. Sieht das aus, wenn ich hier so Wasser hinmache? Wenn man hier so reinkommt und dann hier so Wasser hat? Nee, oder? Sieht irgendwie überhaupt... Obwohl, wartet mal, ich habe eine Idee. Ja, aber ich sag jetzt auch wirklich nicht so viel. Ich sag eher was zu meiner YouTube... Ja, darf man es Karriere nennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu meinem YouTube-Anfang. Und zwar habe ich mir dann gedacht, als Basti, sag ich mal so... Ja, mehr oder weniger angefangen hat, aber irgendwie... Er hat ja nicht wirklich angefangen, er hat halt überlegt, YouTube-Videos zu machen, ist dann aber irgendwie immer davon abgekommen, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung wie und warum, ist eigentlich auch vollkommen irrelevant, er ist auf jeden Fall davon abgekommen. Und ich habe mir dann gedacht, ach, guck mal, du spielst gerne irgendwelche Videospiele, und wenn sowas auf YouTube, sag ich mal, gefragt ist, weil es gab ja dann schon eine, Ambrosium, es gab ja dann schon eine relativ aktive oder relativ große Let's-Player-Szene, die war natürlich nicht vergleichbar, in keinster Weise vergleichbar mit heute. Wenn man sich mal heute die Masse an Let's Playern anguckt, also wer heute anfängt, ich habe keine Ahnung, ob man da noch gefunden wird. Also ganz ehrlich, wer heute noch anfängt, ich weiß nicht, wie hoch da die Erfolgschancen sind. Also dass man irgendwie noch bekannt wird, ohne dadurch, dass man von einem großen YouTuber gepusht wird oder ohne dadurch, dass man eine mega super innovative Videoidee hat, die es vorher noch nie gegeben hat. Also das wären so die einzigen Gründe, die mir